Herzlich willkommen aus meinem Informationskanal für vedische Astrologie. Mein Name ist Gerhard Feiner und ich bin hauptberuflich tätig als Lehrer der Online-Schule für vedische Astrologie. In diesem ca. 15-minütigen Video geht es um die Deutung des Monats Juli 2023 für den Aszendenten Jungfrau anhand des vedischen Monatshoroskops. Zwei kurze Hinweise in eigener Sache, ehe wir gleich loslegen. Erstens, die Deutung erfolgt wie immer vom Aszendenten Jungfrau aus, nicht von ihrem Sonnen- oder Sternzeichen Jungfrau aus, wie Sie das vielleicht aus der westlichen Astrologie kennen. Sollten Sie Ihren Aszendenten nicht kennen, dann können Sie unterhalb in der Videobeschreibung einen Link aufrufen zu einem Gratis-Horoskop, dort Ihr vedisches Horoskop erstellen und das Zeichen im ersten Haus zeigt Ihren Aszendenten an. Wichtig auch, die Planeten in Ihrem Geburtshoroskop sind selbstverständlich auch wichtig. Die kenne ich freilich nicht, da ich Ihre Geburtsangaben nicht habe, so kann ich diese nicht mitdeuten. Trotzdem ist es möglich, anhand des Aszendenten, wie ich das jetzt hier mache, und anhand der Transitpositionen der Planeten am Himmel, auch einen gewisse wichtige Trends aufzeigen. Für genauere Prognosen und eine noch feinere Deutung wäre ein vedisches Horoskop mit Ihren Geburtsangaben natürlich besser. So etwas macht meine Ehefrau Brunhilde Feiner, die ebenfalls hauptberuflich in der vedischen Astrologie tätig ist. Link auch dazu, welche vedischen Horoskope sie alles macht und vieles mehr, finden Sie auch unterhalb in der Videobeschreibung. Zweitens, meine Online-Schule für vedische Astrologie wurde dieses Jahr im Juni 8 Jahre alt. So habe ich mich entschlossen, wie letztes Jahr wieder eine Jubiläumsaktion zu machen. Das bedeutet, für die ersten 10 Starter nur bis 30. Juni gibt es ein vergünstigtes Einstiegspaket mit vielen Zusatz-Gratis-Leistungen. Und so haben Sie eine besondere Gelegenheit, das Leben, sich selbst und so weiter zu erforschen anhand der vedischen Astrologie zu diesen super Einstiegsbedingungen. Mehr dazu auch unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung. Link ist auch dort. Genauso finden Sie dort auch meinen Link zu meinem Newsletter, der sehr gerne gelesen wird und vieles mehr. Okay, das wäre es gewesen. Dann legen wir auch schon los. Und zwar für Sie als Aszendent Jungfrau hier schon mal der Chart mit den astrologischen Daten. Stand der Planeten am 1.7.2023. Ich beginne mit der Deutung der langsam laufenden Planeten Saturn, Jupiter und Rahu Ketu, denn diese sind zwischen einem Jahr und circa 2,5 Jahren im gleichen Zeichen und damit im gleichen Haus in Ihrem Horoskop. Und aufgrund dessen beschreiben diese Planeten mehr den Schicksalspfad, auf dem sie längerfristig unterwegs sind, der sich also nicht nur energetisch im Juli bemerkbar macht, sondern eine Wirkung über einen Zeitraum von mehreren Monaten, ja sogar bei Saturn sogar 2,5 Jahre hat. Ich beginne mit dem Planeten Saturn, der jetzt schon seit Frühjahr hier eingetreten ist in das Zeichen Fische. Darin haben Sie Ihr 7. Haus. Das bedeutet, Saturn hier im 7. Haus bringt jetzt eine Prüfung des Themas Ihrer Beziehung und Partnerschaft oder auch der Qualität, das Fundament, wie der Austausch mit Ihren Mitmenschen gestaltet ist. Sie wissen, Saturn möchte in die Tiefe gehen. Und interessanterweise, wenn in einem Geburtshoroskop Saturn in der Waage steht oder im 7. Haus, hat er seine beste Position. Da muss man sich ja fragen, warum Saturn dort am besten positioniert ist. Nun, der Grund ist der, dass Saturn ein trennender Planet ist und damit sagt er uns eigentlich, dass es gut ist,
sich zu trennen von Beziehungen, von Mitmenschen, von Einflüssen durch andere, durch das Massenbewusstsein und, oder den Weg, den viele gehen. Denn das ist nicht der Weg, der uns zur Quelle bringt, der uns zur Heilung bringt, der uns zur Glückseligkeit bringt. Das heißt, mit diesem Saturn hier im siebten Haus wird also zum einen, wenn Sie verpartnert sind, auch Ihre Beziehung geprüft. Denn auch diese sollte auf einem authentischen Fundament stehen und selbstverständlich auf den Qualitäten Liebe, Respekt, Vertrauen fußen. Beziehungen sind auch karmischer Natur, insofern läuft auch Karma. Nur wenn die Beziehung ja nicht die Faktoren hat, auf denen sie stehen sollte, dann kann Saturn auch dazu beitragen, dass diese Beziehung ja vielleicht nicht länger Bestand haben soll. Sind sie aber beide bereit, an der Beziehung zu arbeiten, ich sage beide, ja, das wäre die Idealsituation, dann kann das Fundament jetzt viel stärker werden, die Beziehung kann reifen und damit langfristig Bestand haben, was ja erstrebenswert wäre. So weist Saturn aber nicht nur auf die Mängel hin, die in einer Partnerschaft oder in einer Ehe bestehen. Saturn weist auch generell darauf hin, wie ist denn Ihr Austausch mit den Mitmenschen. Ja? Wir können so viel Fehler begehen, die uns dabei vielleicht unbewusst sind. Sei es, dass wir durch unsere Kommunikation Mitmenschen verletzen, indem wir nicht etwas Gutes über andere reden. Die Heiligen sagen uns ja, wir sollten niemals schlecht von unseren Mitmenschen über diese sprechen. Das heißt nicht, dass wir uns nicht erlauben dürfen, die Dinge zu bewerten und sagen, okay, da mache ich nicht mit, das ist nicht mein Weg, aber mit Urteilen und Verurteilen, da dürfen wir uns zurückhalten. Wir müssen nicht hier die Hilfspolizei Gottes spielen und uns über... Das tun wir ja nur, wenn wir uns über andere erheben wollen, weil wir selbst innen noch Leere in uns haben. Je mehr wir aus uns selbst unsere Energie beziehen, umso weniger brauchen wir uns auch nicht abfällig oder negativ über irgendjemand äußern, denn Gottes Schöpfung ist vollkommen und er hat alles unter Kontrolle und was brauche ich mich jetzt da wegen anderen Gedanken machen. Natürlich gibt es aber auch Grenzen, wann der Einfluss durch andere negativ wird und mit Saturn, Sie sehen ja, das ist ja das Problem, dass es viel wichtiger ist, sich rauszunehmen aus Gruppierungen, aus Einflüssen, aus Beziehungen, ja, die destruktiv, die krank und zerstörerisch sind. Und so sagt uns hier Saturn, dass lieber der Austausch mit wenigen, ja, die Balsam für beide Seiten sind. Das siebte Haus, oder wo jetzt Saturn drin steht, hat ja auch eine Verbindung zur Venus. Venus steht ja auch für die Beziehung. Und Venus steht für Vitalität. Das bedeutet, eigentlich ist das Ziel einer Beziehung, sich gegenseitig zu vitalisieren, sich gegenseitig zu erheben, um ja sich wieder gut regenerieren zu können. Denn der Existenzkampf, das Mühsal des materiellen Lebens ist ja hart genug. Wir sehen eine wichtige Position mit Saturn darin. Außerdem, der Saturn ist jetzt mehrere Monate rückläufig, ja, bis November 2023, damit auch den ganzen Juli. Das bedeutet, Sie können, vielleicht kommt jetzt auch irgendwie jemand zurück in einer Partnerschaft auf Sie zu, vielleicht kommt eine alte Sache aus der Partnerschaft auf Sie wieder zu, etwas, was Sie schon mal hatten. Aber diese Rückläufigkeit bedeutet auch hier, dass man ein zweites Mal jetzt besser darüber nachdenken kann, wie man sich besser abgrenzen kann. Nein sagen kann, ja, hier ist meine Linie. Auch mit den Dingen, ja, Sie wissen, was passiert ist mit der ganzen Impferei da, ja.
Wie viele haben das mitgemacht, weil sie sich nicht gut informiert haben, nicht hingeschaut haben, weggeschaut haben oder weggeduckt haben oder ignorant waren, ja? Ignoranz, ja, ist ja auch eine Sache, wenn man nicht mal offen ist, sich tiefer zu informieren, obwohl andere meinetwegen wohlwollende Impulse geben, damit der andere sein Heil suchen kann, wenn man dann nicht einmal sich damit beschäftigt. Und das ist eben damit gemeint, ja, wenn jetzt wieder etwas kommt, ja, das heißt nicht, dass ich sage, dass so etwas kommt, aber es wird Gelegenheiten geben, wo sie sich jetzt verstärkt wieder abgrenzen können, ja. Wenn es heißt, ja, was weiß ich, Deutschland muss den Planeten retten, weil sonst jetzt das Klima, das und das passiert, ja, und dazu müssen jetzt alle die nächsten 30 Tage über das Haus verlassen, ja, können Sie überlegen, ja. Wo sind da Ihre Grenzen? Was machen wir mit? Was lassen wir mit uns machen? Das sind diese ganzen Themen. Gut, dann haben wir auch noch die Möglichkeit mit Saturn hier, der rückläufig in den Fischen ist. Das ist eine gute Zeit, wo man sich auch noch mit tiefer Gedanken machen kann, welche spirituelle Praxis zu einem passen kann. Okay, das jetzt erstmal zu Saturn. Gibt noch viel zu sagen, aber die nächsten Monate immer wieder mehr dazu. Wir schauen jetzt als zweiten Planeten den Jupiter an. Der Jupiter steht ja im 9. Haus, dort ist er seit 17. Mai jetzt hier bei Ihnen und da wird er ja mehrere Monate sein. Und Jupiter im 9. Haus fördert einen Zuwachs, ja, von ihrem höheren Verständnis. Er fördert, dass sie die Dinge mehr ganzheitlich sehen können. Ich meine, für Sie als Aszendent Jungfrau geht es ja darum, den Fisch zu integrieren. Jungfrau ist mehr, ja, jetzt generell auf die, ist ein Erdzeichen, wo man produktiv ist, sich um seine Pflichten gut kümmert und eben auch seine Verantwortung in der Welt denkt, dass das so die Hauptsache ist. Ja, aber die Achse führt ja zum Fisch. Und Fisch, das ist ja das Thema des Transzendenten. Das hat ja was zu tun mit der höheren Ordnung. Und Jupiter, der Herrscher des Zeichens Fische, steht im 9. Haus. Und das 9. Haus hat auch viel mit Jupiter zu tun. Kurzum, Sie haben mit Jupiter in Haus 9 eine gute Situation, jupiterische Themen besser verstehen zu können. Das heißt, Dinge wie Astrologie, höheres Verständnis vom Leben, die Vertiefung ihres Glaubens, worin besteht der göttliche Wille, was ist der Sinn ihres Lebens, das sind alles so Fragen, denen sie näher kommen können. Das kann angetrieben werden durch mehr etwas Unzufriedenheit in Austausch mit Mitmenschen oder in der Beziehung, weil dieser Saturn hier trennt, er isoliert, aber das ist ja auch gut, weil letztlich, also ich sage, letztlich müssen wir ganz alleine zurückgehen irgendwann in unsere wahre Heimat. Und deswegen ist es auch gut, wenn die Aufmerksamkeit hier jetzt mal mehr auf Fragen ihres Schicksals und solche Dinge gelenkt werden. Jupiter steht ja dort, wo man Glück finden möchte, ja, wo man Lebensfreude erfahren möchte. Er steht im 9. Haus, was auch für die Ehe steht, von daher ein guter Impuls. Vor allem deshalb, weil der Rahu, ja, der ja ein bisschen Stressmacher ist, er zeigt nämlich auch Schwachstellen an, seit mehreren Monaten in diesem 9. Haus ist. Aber er wird ja jetzt wechseln am 17. Juli, der Rahu, weil die karmische Achse sich dann verlagert in Widder Waage. Das bedeutet, Jupiter im 9. Haus, wenn dann alleine steht ab 17. Juli, kann auch helfen, dass ihre Ehequalität ja ein besseres Fundament bekommt. Gepaart damit, dass sie auch in ihrem täglichen Beziehungsleben genauer hinsehen können, wie eben hier die Qualität ihrer Partnerschaft sich im Alltag darstellt. Okay,
Jupiter steht auch für die Astrologie, Jupiter steht für einen Lehrer, Jupiter steht für einen Guru, Jupiter steht für die heiligen Schriften und das neunte Haus steht für den Sinn. Das sind alles Quellen, die Ihnen jetzt helfen können zu einem höheren Maß an Lebensfreude zu gelangen, ja? Wir können vieles in der Welt nicht ändern, weil vieles vorher bestimmt ist, weil es gibt ein Schicksal, es gibt ein Karma. Aber was wir lernen können, ist, wie wir mit diesen ganzen Dingen umgehen, ja, was wir daraus abgewinnen, welche Haltung wir dazu einnehmen, ja, wie wir uns entwickeln. Und dann gewinnt das Leben eine immer mehr schönere Qualität. Denn wenn wir immer unser Hoffen und Bangen auf die äußeren Dinge richten, dann gehen wir täglich oder ja stündlich durch emotionale Wechselbäder. Und das ist anstrengend, ermüdend, aber auch nicht möglich, hier beständige Freude haben zu können. Diese kann eben nur durch ein höheres Verständnis und vor allem innen gefunden werden, was ja auch hier verstärkt angetrieben wird, weil Jupiter auch das vierte Haus regiert, steht für Persönlichkeitsentwicklung und das Innenleben. Und es wird ja auch verbunden damit, wo Sie jetzt mehr Sinn und Erfüllung finden können. Rahu hatte ich jetzt schon kurz angesprochen. Rahu nimmt durch die Konjunktion mit Jupiter sehr viel seine Bedeutungen an. Und Rahu war schon auch die ganzen letzten Monate auch ein Antreiber, der diese ganzen Themen, die ich jetzt zu Jupiter gesagt habe, weil Jupiter steht ja auch fürs neunte Haus, ja. Er hat viele der Bedeutungen des neunten Hauses. Der hat auch das schon ausgelöst, Interesse in diese in Richtung. Ich werde aber jetzt gleich mehr sagen zu Rahu, weil der wechselt ja jetzt dann am 17. Juli in den Widder zurück. In den letzten Wochen, wo die Mondknoten Rahu und Ketu am Anfang eines Zeichens sind, ja, weil die laufen ja rückwärts und dann, wenn sie in das andere Zeichen eintreten, dort am Ende des Zeichens sind, also im Widder, das sind Übergangsperioden, ja, wo diese Mondknoten dann knapp an den Grenzen der Zeichen sind. Und das bedeutet, dass da mehr Instabilität ist und oft bringen Rahu und Ketu unerwartete Ereignisse in dieser Zeit hervor. Also insofern auch eine spannende Zeit, wenn die Mondknoten sich in diesem Übergangsphase befinden, was sich hier jetzt auch für die Menschheit in den nächsten Wochen zeigen wird. Mehr dazu vielleicht auch in meinem Video über Rahu und Ketu. Jetzt gehen wir mal weiter. Dann haben wir die äußeren Planeten jetzt erstmal besprochen. Jetzt erstmal noch ein schneller Blick auf die schneller laufenden Planeten. Die Sonne steht im 11. Haus zusammen mit Merkur. Merkur ist ja auch der Herrscher ihres Aszendenten. Das thematisiert sehr stark ein Gruppeninteresse. Sie können sehr gut jetzt sich mit anderen vernetzen oder Menschen, die auf ihrer Wellenlänge sind, sich mit diesen verbinden. Merkur-Sonne im 11. Haus macht auch wahrscheinlicher, dass Sie vielleicht irgendwas abschließen, einen Titel erwerben oder auf irgendeine andere Art und Weise eine Wertschätzung erhalten, sei es in Form von Einkommen oder Auszeichnung, ja, oder weil Sie etwas abschließen oder weil die Gesellschaft Sie mit etwas auszeichnen möchte, weil Sie irgendwas erreicht haben. Und so ist Sonne und Merkur an für sich eine gute Position, dass Sie in Ihren Zielen und Projekten weiterkommen. Energetisch ist diese Position auch gut dafür, dass Sie sich mal mehr mit der Frage beschäftigen, worin besteht denn meine größten Wünsche im Leben? Denn die Tatsache, dass Sie auf der Erde sind, zeigt, dass Sie noch Wünsche hatten und diese erzeugen ja Bindungen auf die Erde, in die materielle Welt, die Ihre Seele hier in ein weiteres Leben wieder hierher zurückgebracht hat. Das Ziel ist ja, dass wir wunschlos werden. Das heißt nicht, dass wir da nicht Wünsche haben, aber nicht solche, die uns dann wieder binden. Und so wäre ja das Ziel, die Wünsche
auf gesunde Weise auszuleben oder vielleicht zu transformieren, weil sie zu ambitioniert waren. Und mit dieser Position jetzt hier, Sonne, Merkur in 11, ja, können sich mal gut die Frage stellen, gibt da verschiedene Techniken, auch das Horoskop hilft dabei, ja, was, ja, waren denn so Wünsche, ja, also ich kann jetzt mal nur für mich sagen, zum Beispiel, ich wollte früh in meinem Leben im Mittelmeer leben, auf einer Insel, ja, und das hat sich dann mit großen Anstrengungen nach und nach auch realisiert, aber ich habe den Wunsch, ich erfahre den Wunsch jetzt, ich lebe seit 5 Jahre oder 5,5 Jahre auf Zypern, 2 Jahre im Süden, 3 Jahre im Norden. Ja, und das sind Dinge aber es gab auch noch andere Wünsche und so können Sie sich auch diese Fragen jetzt besonders gut stellen. Dann haben wir noch Venus und Mars in Haus 12. Nun, Mars in Haus 12 ist keine so ideale Position für ihn, weil Mars steht für unsere Handlungen, Energie, Taten, ja, wo wir unseren Willen einsetzen wollen. Und wenn der im 12. Haus steht, das 12. Haus steht für Unterbrechung, für Fehlen, für zu wenig und solche Dinge. Das heißt, die Gefahr ist größer, dass jetzt große Aktionen nicht die gewünschte Wirkung erzielen. Mars wird aber diese Position bald wechseln, und zwar am 11.7. komme ich gleich dazu. Dann geht er nämlich in ihren Aszendenten, das ist eine bessere Position. Venus im 12. Haus ist dort den ganzen Monat, die wird sogar ab 24.7. rückläufig. Die Venus alle 1,5 Jahre wird sie für 40 bis 44 Tage rückläufig. Und das ist jetzt wieder der Fall ab 24.7. Deswegen ist dies jetzt den ganzen Monat hier im 12. Haus. Venus steht für Erholung. Ja? Und das 12. Haus steht auch für Erholung. Insofern wird es dadurch mehr betont. Dass vielleicht wollen Sie jetzt Urlaub machen oder merken, Sie brauchen mal Auszeit. Und ohnehin, für Sie als Aszendent Jungfrau, Jungfrau ist das am meisten Burnout gefährdete Zeichen. Für Sie ist besonders wichtig, dass Sie eine Balance entwickeln zwischen Anspannung und Entspannung. Arbeiten, ja, Pflichterfüllung, ja, ist auch ein Stück weit Ihre Lebensaufgabe, ja, dies mit Hingabe zu machen, ja, Ihre Pflichten, dadurch tragen Sie Ihr Karma ab, aber es ist wichtig, dass Sie auch Zeiten der Ruhe haben, der Entspannung und des Rückzugs. Und auch dafür, ja, wäre jetzt gut die Möglichkeit hier besonders sogar angezeigt. Nun gehen wir mal weiter. Dann kommen wir jetzt so zu den Veränderungen. Der Vollmond, Sie sehen ja schon eingeflogen jetzt hier, ist ja am 3. Juli im Steinbock. Das heißt, um die Zeit des Vollmonds herum, zwischen 2. und 4. Juli, ja, könnte sie etwas mehr erfüllen, ja, könnte sich etwas zeigen, was sie mehr erfüllt sein lässt, was so mit den Themen der Kinder zu tun hat, ja, vielleicht tut sich für die etwas Positives oder ihre Beziehung mit diesen. Das 5. Haus steht aber auch für Ihre Neigungen und Talente. Vielleicht kriegen Sie da konkretere Vorstellungen, was Sie machen wollen. Wichtig ist ja immer, dass wir empfänglich sind, wenn wir in Angst, Sorge, Druck, Stress und so weiter sind. Dann können wir diese feineren Energien immer schlechter auffangen und dann werden wir immer leichter durch außen geführt, das heißt durch Politik, durch Medien, durch Einfluss und Autoritäten von anderen, was aber nicht sein soll. Wir sollten ja unseren inneren Piloten kennenlernen. Nun geht's weiter. Dann haben wir, wie ich schon sagte, na, der Mond ist jetzt schon wieder weg, der ist ja nicht dauernd Vollmond. Dann kommt der Mars, der geht am 11.7. rüber in die Jungfrau, ihren Aszendenten. Dort ist er dann einige Wochen. Da haben wir Mars im Haus 1. Das ist natürlich eine interessante und gute Position, denn Mars steht in seiner wichtigsten Bedeutung
nicht nur für Tat, Willenskraft, Mut, Logik, Energie und solche Dinge, Kampf, vielleicht auch Streit, aber er steht vor allem auch für Charakterstärke. Das bedeutet, wenn Mars im Aszendenten ist, unterstützt sie das in ihrem Kampf über sich selbst. Weil den größten Kampf, den wir führen müssen, ist nämlich der Sieg über uns selber. Und da wir zu gerne den immer aus dem Weg gehen, zeigen wir lieber auf andere und sagen, der muss doch das machen und der muss doch das machen. Ja, aber das wäre eigentlich der Weg. Mars in Haus 1, ja, den Sieg über sich selbst zu schaffen, den Sieg über die eigenen Dämonen, ja. Und mit Mars in Haus 1 haben Sie gute Möglichkeiten, Untugenden, die noch nicht so in Griff gebracht worden sind, davon gibt es genügend, man muss sie halt auch durch Selbsterforschung kennen, Gier, Lust, Lüge, Neid, Eifersucht, Ärger, Zorn, was weiß ich was alles, Angst. Da gilt es sich damit zu beschäftigen und zu sehen, und die haben auch ganz feine Verästelungen, diese Untugenden. Denn wenn wir meinen, wir haben da schon was erreicht, dann wirken die auf einer anderen Ebene weiter und wir denken, oh, wir sind ja gut, jetzt wissen wir viel, und dann sind wir aus Versehen in den Stolz gekippt und in die Arroganz, ja, was aber auch keine Tugend ist. Also das ist alles ein schmaler Pfad, aber mit Mars in Haus 1 haben sie da sehr gute Voraussetzungen. Dann gehen wir weiter. Die Zeit läuft schon immer so schnell. Merkur, fast am gleichen Tag, geht dann auch ins 12. Haus. Haben Sie zwei angenehme Planeten. Merkur ist ja auch der Herrscher Ihres Aszendenten. Das unterstützt nochmal besonders das Thema der Erholung ab 12.7. Und dann geht ja der Neumond am 17. Juli im Krebs als nächstes. Hier kommt er zum Tragen. Nun, Neumond markiert ja auch immer einen Neuanfang, ja, vielleicht tut sich hier irgendetwas, was mit den Themen des 11. Hauses zu tun hat, mit Freunden oder Gruppen. Aber ein wichtiger Hinweis sei auch, weil interessant ist dieses Mal, dass fast zeitgleich mit dem Neumond, und der Neumond markiert ja immer einen neuen lunaren Monat, einen neuen Mondmonat, ja, dass Rahu und Ketu auch ihre Position wechseln. Weil Rahu, schauen Sie, geht rüber zurück in Widder und Ketu geht zurück in die Waage. Das bedeutet, wir haben dann für 18 Monate eine neue Position der karmischen Achse. Rahu in Haus 8 kann sie jetzt in Phasen bringen, die etwas mehr transformatorischen Charakter haben, dass sie aus ihrem Alltagstrott, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, irgendwie herausbüxiert werden, weil irgendwelche Dinge unerwartete Wendungen nehmen oder klemmen oder blockiert sind oder sie anderweitig in bestimmte Dinge hineingebracht werden, mit denen sie nicht gerechnet haben. Aber ich wiederhole es immer wieder. Unsere Aufgabe, und es soll Ihnen jetzt auch nicht Angst machen, ja, sondern so ist das Leben. Das können wir nicht wegreden, sondern wir müssen da auch den klaren Blick haben, dass diese Dinge möglich sind. Wir müssen sie nicht, sagen wir mal, erhoffen. Wir müssen sie nicht herbeireden. Aber wir müssen verstehen, dass das einfach die Natur der materiellen Existenz ist. Und was wir aber mit Rahu in Haus 8 gut machen können, dass wir uns mal tiefer mit unseren Schwächen beschäftigen, und dann finden wir auch Mittel und Lösungen, wenn wir in Stressphasen kommen, wie wir auch da gut hindurchgehen, weil wir die Verbindung mit unserer Quelle auch schon gesucht haben, wie es nicht stressig war und die Zeit deswegen immer gut auch genutzt haben, uns diesbezüglich von innen her selbst zu erstärken, also die Quelle in uns zu finden. Gut, ja, ich werde dazu auch die nächsten Monate immer
wieder was sagen mit Rahu und Ketu. Natürlich, Ketu in Haus 2 kann auch mit der Arbeit etwas Veränderungen bringen, weil dadurch wird erkannt, dass das Materielle nicht allein ausschlaggebend ist, sondern es geht um sich sicher zu fühlen, auch um die innere Stärke. Weil was hilft das Geld, was hilft es, wenn ich Arbeit habe, aber ich bin innerlich nicht stabil. Ja, ich kann wirklich auch nur das Materielle auch genießen und mich darin sicher fühlen, wenn ich auch innere Stärke habe. Und jetzt mit Rahu in Haus 8 liegt künftig der Fokus auf der Entwicklung innerer Stärke, die sie befähigt, egal was im Außen passiert, durch die Umstände zu gehen. Okay, das wäre es gewesen. Ja, wurde ein bisschen länger, aber für Sie, Aszendent Jungfrau, Sie mögen es eh sehr genau, habe ich das, denke ich, jetzt alles durch. Die Sonne geht ja dann auch am 24. Juli in den Löwen. Aber das ist dann schon fürs nächste Mal, wenn es um den August geht. Und da reden wir dann das nächste Mal drüber. Gut, das war's für Sie, Aszendent Jungfrau, Juli 2023.